Jeder sagt über sich Familie, Musik, Fußball und gutes Essen. Mehr brauche ich nicht. Aber wir brauchen ihn und seine Musik, der Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella. Buonasera. Wie ist das für dich, wenn du jetzt auf so einer kleineren Bühne hier singst? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich die ganz große Showbühne gewohnt. Bist du da trotzdem auch noch so ein bisschen, hast du da auch noch so ein bisschen Puls, wenn es auf einmal losgeht? Voll. Ja, ne? Voll. Also total. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade war. Genauso. Umso kleiner die Runde, umso größer und umso höher der Puls, finde ich persönlich. Das ist gleich, wenn beim Geburtstag jemand sagt, das sind 8, 12 Leute, komm, sing mal was Schönes für uns jetzt. Und dann denken die, ja, das machst du doch so kurz nebenbei und dann so... Ja, ich singe einmal ganz kurz Toilette und dann bin ich gleich wieder zurück und dann gehst du aufs Klo und dann fängst du an vorm Spiegel. Nein, wirklich, das ist umso kleiner der Kreis, umso beobachteter fühlt man sich persönlich, finde ich. Obwohl ich es ja so begonnen habe. Ich habe es ja im Restaurant meiner Eltern begonnen, bei Papa. Ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, meine Eltern sind Gastronomen. Nein, ehrlich? Nein, es war der kleine Kreis. Es war auch auf dem Dorf in Hechingen. 18.000 Einwohner. Mittlerweile haben sie sogar ein eigenes Kennzeichen, HCH. Wow. Haben es geschafft, sehr gut. Und das war der kleine Kreis und damit hat es angefangen. Ne? Also das sind meine wundervollen Eltern. Auch bei mir ist es Bruno und Clementine. Das größte Glück gewesen. Man kann es nicht anders bezeichnen als Glück, wenn man in so einem wundervollen Elternhaus geboren wird. Ich habe mich sehr wiedererkannt in deinen Worten. Es ist einfach Glück, wenn man zwei Menschen hat, die so an einen glauben, einen aufbauen, aber einem die richtigen Werte mitgeben, die man ja dann auch wieder weitergibt an seine Kinder. Also, wir kennen uns ja jetzt schon auch ein paar Tage. Ja. Und ich liebe das genauso, wenn du kommst, weil... du weißt, dass ich deine Geschichte so besonders finde. Mhm. Man feiert, man wird gefeiert, wenn man gerade dabei ganz oben steht. Aber wer feiert einen eigentlich, wenn es auf einmal aufhört? Mhm. Und diese Zeit mit Broses war halt einfach, du warst 23, glaube ich, als es anfing. Wusch! 5 oder 6 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange. 5 Jahre. Und dann auf einmal dreht sich gar keiner mehr um. Und die waren ja auf einmal so was von erfolgsverwöhnt. Und ich glaube, da ist man einfach noch zu jung, um das zu verstehen, dass das auch aufhören kann. Ja. Deshalb auch dieses Lied, glaube ich, ne? Hast du dir von Robbie Williams ausgesucht? Ich war, die Zeit mit Broses war 2001 bis 2005. Bis zur Broses-Zeit habe ich ja wirklich alles dafür getan. Irgendwie auch für mich gab es ähnlich auch wie bei Johannes auch keinen Plan B. Ich wollte unbedingt Musik machen und habe bis dahin alles getan. Jeder Talentwettbewerb, jedes Stadtfest, versucht jede Möglichkeit zu ergreifen, um aufzutreten. Dann kam eben Broses. Freunde von mir haben gesagt, da gibt es ein Casting, da werden erstmals Männer auch gecastet. Im Jahr zuvor gab es die No Angels. Es gab noch kein anderes Casting-Format in ganz Deutschland oder glaube ich sogar Europa. Und ich hatte das Glück dann, es unter diesen 40.000, 50.000 Bewerbern in die Band zu schaffen mit meinen wundervollen Kollegen. Und man denkt dann wirklich, wie du gesagt hast, das bleibt jetzt für immer so. Weil man ist ja total verwöhnt, nach 1,5 Jahren gibt es den Bambi und dann gibt es den Otto und den Komet und Platin und Goldauszeichnungen und den Echo und alles, was dazugehört hat. Und dann ist es eben vorbei. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, als es vorbei war, wie ich weitermachen soll. Also ich hatte auch Angst, dass es jetzt ganz vorbei ist. So. Also mit 27, 28, dass du jetzt irgendwie gar nicht mehr zurück auf die große Bühne kommst. Du warst aber auch IT-System. Das hatte ich gelernt. Wie heißt das? IT-Systemkaufmann. Deswegen musste ich auch bei Johannes so schmunzeln. Bei mir war es auch so. Die Eltern haben natürlich auch mitgegeben, lerne jetzt erstmal was Vernünftiges und so. Und dann, wir unterstützen dich schon in deinen Träumen. Mach nur erstmal was auf Sicherheit. IT-Systemkaufmann, also Schule zu Ende gemacht, mittlere Reife, dann Fachabitur, dann eben IT-Systemkaufmann gelernt und parallel natürlich immer von der Musik geträumt und auch dafür gearbeitet. Und ich wollte einfach weiter Musik machen und das auch einfach für viele Menschen. Und als das eben vorbei war mit Broses, hatte ich immer als großes Aushängeschild und mein großes Vorbild war eben in dem Fall immer dieses Angels und Robbie Williams, weil er aus einer sehr, sehr erfolgreichen Band kam wie Take That und eben auch die ersten 3, 4 Singles ein großer Flop waren. Und dann kam eben Angels und Angels hat ihm alle Türen geöffnet und er war endlich wieder alleine auf seinen eigenen Beinen gestanden als Künstler. Und das war für mich immer so der Anker, wo ich gesagt habe, komm, das hat einmal geklappt bei einem, dann lieber Gott hilft, dass es ein zweites Mal auch klappt. Aber es hat ihn ja fast zerrissen. Ne? Also der war ja wirklich schwerst abgestürzt, Alkohol, Drogen, was auch immer, ich keine Ahnung, was man gelesen hat. Ja. Wie schlimm war das bei dir? Warst du auch eigentlich kurz davor, so einen Weg zu verlieren oder den Halt zu verlieren? Ich hatte großes Glück, eben dieses Elternhaus zu haben. Ich weiß nicht genau, wie es im Fall von Robbie war. Ich habe seine Biografie gelesen, aber ich erinnere mich nicht genau. Ich glaube, seine Mutter war für ihn sehr, sehr wichtig. Und ich hatte das große, große Glück, mein privates Glück gefunden zu haben in der Zeit, wo diese Band eben auseinandergegangen ist. Da kam meine Frau Janaina ins Leben. Wir sind jetzt schon 18 Jahre zusammen und sie war so
für mich so dieses Symbol von, da wächst gerade etwas Neues und eben neue Werte. Und das ist meine wundervolle Frau, meine Königin. Und das kam ja, das mit Janaína begann ja praktisch in der Zeit, in der das mit Roses zu Ende ging. Und das ist ja, das ist wirklich Liebe dann, ne? Nicht, wenn du da oben gerade fliegst. Mhm. Toll. Das war trotzdem auch nicht einfach, weil ich wollte ihr natürlich die Welt zu Füßen legen und hatte aber Angst, dass ich dann das irgendwie nicht kann oder ich wusste nicht, mit welchen Mitteln oder wie ich der starke Mann an ihrer Seite sein und bleiben kann. Und, aber wir haben es zusammen gemacht, Gott sei Dank. Und das Märchen will, dass es dann eines Tages das Blatt sich wendete und du auf die super Idee gekommen bist, wirklich diese deutschen Hits auf Italienisch zu singen. Hm. Und ich weiß noch, wo ich gedacht habe, ey, sag mal, warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen? Das ist so logisch und es ist so schön. Und der Erfolg hat es dir ja auch gezeigt. Die Leute lieben das. Und nicht nur das, es sollte damit weiter nach oben gehen. Aber dann kam eben deine eigene Show auch, die auch erfolgreich ist. Und im ZDF, so deine eigene 20:15 Uhr, Giovanni Zarella Show, die Zarella Show. Wie war das für dich, als du das, ich weiß, da haben wir auch ab und zu miteinander gesprochen, wie das dann war, als du den Anruf bekommen hast. Aber wie war das für dich, als du auf der Bühne gestanden hast und in deinem eigenen Studio? Ja, ich weiß noch genau, das war hier in Berlin auch. Das war genau an diesem Abend. Mittlerweile hatten wir ja schon 4 Shows. Im September vergangenen Jahr ging es los, das war die erste. Und ich kam in den Raum von ganz, ganz weit hinten, also ich konnte auf die Bühne schauen und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich da meinen Familiennamen gesehen habe. Und das war dieses, meine Eltern, die damals kamen, mein Papa war 13, meine Mama 8 und die haben sich irgendwann kennengelernt. Und die haben sich, meine Eltern, mein Papa hat anfangs in einer Garage gelebt, meine Mama im Keller letztendlich der Firma, in der ihr Papa gearbeitet hat. Und für mich war das wie, wenn ich das meinen Eltern schenken kann, dass jetzt da ihr Name steht. Das war für mich das Wichtigste. Vor allem, weil Bruno, dein Papa, eigentlich auch immer den Traum hatte, Musiker werden zu dürfen, zu können. Und er wollte Musiker. Und er hat deine Mutter kennengelernt, als sie, hör auf. Ja, weil... Ich sehe das. Papa ist ein ganz, ganz großartiger Musiker, ein toller Gitarrist auch und singt unglaublich gerne. Und als Mama aber schwanger wurde, die hatten da schon ihre Pizzeria. Ach, die sind Gastronomen? Die Gastronomen. Das war deiner. Sie wurde dann schwanger und dann hat Mama gesagt, hör mal zu Bruno, ist alles schön und gut mit deinen Träumen, mit der Musik, aber jetzt müssen wir Pizzabrötchen verkaufen, ich krieg ein Kind. Und dann hat Papa seinen Traum so ein bisschen hinten dran gestellt, hat dann trotzdem weiter Musik gemacht eben für seine Gäste und bei jeder Möglichkeit, wo ich irgendwie auf der Bühne stehe, glaub mir, wenn mein Vater in der Nähe ist, dann steht er auf dieser Bühne. Und ich hoffe, dass ich irgendwie wieder zurück auf die Bühne darf irgendwann, weil er das dann übernimmt, das Ganze. Er liebt es, auf die Bühne zu gehen, er liebt es zu singen. Das habe ich dann auch gedacht, als dann deine Premiere von der Zarella Show war. Das habt ihr alle bestimmt mitbekommen. Ich habe auf der Couch gelegen und gedacht, ich heul mich blöde. Das war eine Überraschung. Also das Team war natürlich eingeweiht, aber du hast deinem Vater quasi diese Überraschung geschenkt, dass er jetzt in der Show, die auch seinen Namen trägt, singen darf auf der Bühne. Also du hast ihn dann geholt, überraschend. Und das war nicht die einzige Überraschung, sondern Albano von Albano und Romina Power, der stand dann auch noch plötzlich hinter ihm, sein großes Idol. Albano ist mein Papas größtes Idol, Albano Carisi, halt eben, er hat ja immer mit Romina gesungen. Und Papa liebt Albano und sagt immer, so ein Sänger wie Albano, den gibt es nur einmal in Italien und, oder auf der Welt. Und ich wollte Papa auf die Bühne holen, auf die Bühne, die er sich verdient hat, auf die Bühne, auf die er letztendlich verzichtet hat. Man weiß ja nicht, ob es was geworden wäre, aber letztendlich hat er diesen Traum erstmal beiseite gelegt, damit seine Kinder letztendlich gesund und in einem tollen Umfeld groß werden können. Und diese Bühne wollte ich ihm an diesem Abend schenken. Und da wollte er auch gar nicht mehr runter. Das war wirklich schön, vor allem als es dann funktioniert hat, als dieser Druck weg war. Ich könnte mir vorstellen, dass du wahnsinnig aufgeregt natürlich auch gewesen bist. Eigene Show, erste 20:15 Uhr Show, alle gucken da drauf. Es ist ja nicht so, dass man das mal eben mal üben kann oder so, sondern raus und zack und mach. Aber es ist dir gelungen, es ist dir so gelungen, dass es einfach weitergeht und die Leute auch sich darüber freuen, dass es weitergeht. Dein Bruder hast du schon angesprochen, deine Schwester, über die wird immer nicht gesprochen, aber Maria, was macht die eigentlich? Maria ist gemeinsam mit meinen Eltern Gastronomin. Maria arbeitet mit meinen Eltern. Nein, aber Maria ist vor allem eine ganz wundervolle Mama. Sie hat eine ganz, ganz wundervolle Tochter und eine ganz großartige Schwester für mich und macht unsere Familie unglaublich schön, komplett und harmonisch. Und sie ist nicht jetzt so,
so sehr wie mein Papa oder auch mein Bruder, ja, so, dass die sowas für die Bühne machen möchten. Also meine Schwester ist einfach so, unsere Frauen, die halten alles zusammen und letztendlich treffen unsere Frauen alle Entscheidungen und wir machen ein bisschen auf der Bühne ein bisschen die Clowns. Ja, aber die ziehen dir auch ordentlich an den Ohren, wenn die Frauen der Meinung sind, so nicht, so nicht. Weil deine Mutter hat mal eine Zeit lang die Buchhaltung für Sohnemann übernommen. Oh, ja. Und das war aber auch noch so eine Broses-Zeit, ne? Wo im ersten Jahr direkt. Da wo du sowas von abgegangen bist. Und da gibt es ja in München, da gibt es diese berühmte Diskothek, P1, wo du da. Und da hat Mama mal eben eine Rechnung von 2500, was war es, Euro? Ja, da hatte ich gerade im Bambi gewonnen. Mhm. Und war ich die Woche drauf, war irgendwie eine Woche frei. Und dann war ich zu Hause. Und dann macht meine Mama zwischen der 14 und 17 Uhr Pause, die ist nämlich Gastronomin, hat sie meine Buchhaltung ein bisschen gecheckt und durchgeschaut. Und dann rief sie mich irgendwann, ich lag da oben, der goldene Bambi angeschaut. Ich dachte so, mein Gott, was für ein Leben, Junge. Und dann schon alles geplant, Wochenende mit den Jungs, Tisch, VIP-Tisch im besten Fall. So wirklich, wo man sagt, so komm, Anfang 20, du willst einfach richtig knallen lassen. Und dann kam Mama, hat sie mich gerufen, Giovanni, Mama, ist Essen fertig? Nein, 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 Essen ist nicht fertig. Komm mal runter. Was, komm mal runter, was ist los? Irgendjemand da, der vielleicht ein Foto machen möchte? Natürlich. B1, 2500 Euro. Das war an einem Abend, habe ich da 2500 Euro liegen lassen. Das war einfach so in der Euphorie von, jetzt läuft's einfach so. Und da hat die mir so die Leviten gelesen, aber mit so, die hat mir das so toll erklärt, was das für eine Summe ist und wie lange sie dafür arbeiten müssen, dass denen das übrig bleibt, dass mir so ein Euphorie-Ausrutscher in diesem Bereich nicht mehr passiert ist. Mama ist unsere wirklich ganz, ganz große Kraft zu Hause. Die war ja auch mal mit dir zusammen bei uns in der Sendung. Ach, das war auch herrlich. Das war schön. Das ist ja jetzt auch gut zu sehen, wie ihr beim Abend dann Mama. Das war wirklich, Mama hat auch eine Bühne. Ja. Ich durfte nur singen an dem Abend. Das Sprechen hat meine Mama komplett verstanden. Aber wir wollten auch eigentlich nur mit Muttern schnattern. Ne? Das ist viel interessanter. Ne? Aber weißt du was, ich auch schön finde? Ich kenne das Gefühl ja auch, dass man es dann so, wenn es einem selber gut geht, ist schön, aber wenn es allen so, der Familie auch gut geht damit, dann kann man es noch mehr genießen. Wie schön. Und du hast dann deiner Mutter eigentlich, glaube ich, und deinem Vater wahrscheinlich auch mit die größte Freude gemacht. Michelle Hunziker ist ja in Italien ein Superstar auch. Mhm. Und mit der hast du zusammen dann in Italien einer italienischen Sendung gesungen. Ja, das war wirklich schön. Also es war immer ein großer Wunsch, vor allem meiner Eltern, dass ich mal was im italienischen Fernsehen mache. Weil irgendwie der Traum der Immigranten, ich habe mir irgendwann trotzdem mal, die kommen ja als Gastarbeiter, meine Eltern, und irgendwann war der Wunsch schon oder der Traum, zurück nach Italien zu gehen. Und wir sind aber irgendwann so, also wir sind ja Italo-Schwaben, sage ich immer. Und wir sind irgendwann aber so schwäbisch und so deutsch geworden, dass wir gar nicht mehr so richtig zurück wollten. Also ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich in Italien bin, hier gehöre ich auch hin. Ein großer Teil meines Herzens gehört hier hin. Aber wir sind eben hier und hier unglaublich glücklich. Und da, wo hatte mich Michelle eingeladen zu einer Sendung und meine Mama hat alle Verwandten, also jeden Freund, jeden ehemaligen Postboten, jeden, der, glaube ich, überhaupt mal an unserem Haus vorbeigelaufen ist in Italien, erzählt, dass ich am Samstagabend bei Canale Cinque bei Michelle zu sehen bin. Und sie hat ihm, glaube ich, sogar erzählt, was ich singen werde und wahrscheinlich auch, was ich erzählen werde. Da war sie so glücklich und so stolz. Und auch das war einfach schön, dass man so eine Bucketlist hat, wo man Sachen abhakt, die auch für die Eltern so wichtig sind. Also, weil die ja über uns sich auch definieren und andersrum genauso. September gehst du auf Tour. Sind deine Eltern dann auf jedem Termin dabei? Meine Mutter macht die Buchhaltung auf Tour. Nein, nein, meine Eltern. Ich werde zum ersten Mal, das ist meine erste Solo-Tour. Du musst dir vorstellen, Kim, ich war 2002 zum ersten Mal mit Broses auf Tour. Und jetzt kommt eben mein Album Per Sempre, was man gerade gesehen hat. Und ich werde zum ersten Mal im September überhaupt auf Solo-Tour gehen. Und ich bin sicher, meine Mama, die wird vielleicht bis von zu Hause steuern, aber mein Papa, den werde ich nicht von der Bühne bekommen auf Tour. Der wird sicherlich überall dabei sein. Ja, aber das ist gut. Das ist das Familienunternehmen Zarella. Irgendwie ist es ganz gut. Ja, das wird schön. Oder? Ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich jetzt auch wieder Musik machen zu dürfen, wie Johannes schon erzählt hat. Letztendlich habe ich 14 Jahre gewartet auf meinen Solo-Erfolg nach der Zeit mit Broses. Und dann hat man sich ja gefreut, auch wieder was machen zu dürfen. Und letztendlich 2019 war dieser Durchbruch eben mit der Musik. Und 2020 hatten wir eben den Beginn dieser wirklich schweren Zeit für uns alle. Und jetzt bin ich froh, mit dieser Pause eben jetzt endlich auf die Bühne zu dürfen mit der Musik, die so vielen Menschen gefallen hat. Kannst du noch einmal den ganz kurz den Refrain von An Angel, also Un Angelo singen? Kannst du den spielen, den Angels, den Refrain? Oh, jetzt
musst uns aber ganz explizit. Lass ihn doch erst noch mal aufs Klo gehen. Bist du hoch, ne? E ovunque andrò, lei mi sarà vicino, leggendo nel mio destino, mi proteggerà. E quando io cadrò nel fiume della vita, pensando che è finita, mi solleverà, perché nel cuore io so che un angelo c'è. Mara! Ich habe Musik mit Johannes gemacht! Ja! Johannes Oerding und Giovanni Zarrella! Vielen Dank!